Hallo zusammen, ich bin der Maurice Fuchs, bin 13 Jahre alt und kann was essen und bin heute bei der Gabi im Schlagerclub und ich habe heute mit der ein super cooles Interview geführt und ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran. Tschüss! Heute habe ich bei mir den Maurice Fuchs und ich glaube, das ist bis heute mein jüngster Interviewpartner. Herzlich willkommen, Maurice. Hallo. Maurice, du bist ja eigentlich jetzt auch schon ein bisschen länger so im Showgeschäft unterwegs, ne? Was hast du bislang so alles schon angestellt? Also alles hat angefangen mit Klein gegen Groß, da bin ich aufgetreten, da war ich 8 Jahre alt. Da bin ich gegen den Bruder von Michael Jackson angetreten. Und da musste ich Lieder von Michael Jackson erkennen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann bin ich dann noch in die Helene Fischer Show gekommen. Da habe ich mit der Helene Fischer das Musical von Mary Poppins aufgetreten. Und dann war ich noch bei der Ben 10 Show. Das war so eine Spielshow, wo man Sachen gewinnen konnte und bin auch Schauspieler, habe bisher bei einer Romanverfilmung mitgespielt, die heißt Unsere wunderbaren Jahre. Mhm. Die gibt es jetzt auch auf Netflix. Genau, ist jetzt eine Netflix-Serie, ne? Genau, ist eigentlich ein Dreiteiler, aber das wurde alles verlängert auf 6 Teile, alle 45 Minuten. Mhm. Wie bist du da reingerutscht? Als mit 13 Jahren schon Schauspieler zu sein, ist ja auch schon was, ne? Ja, man muss halt sehr vielfältig sein. Man muss zum Beispiel singen können. Ich habe jetzt bisher schon 4 Songs gemacht, also 4 gecoverte Songs. Und gestern ist mein erster eigener Song rausgekommen, der heißt Rang Bam Gang. Und der war auch richtig cool. Man muss auch, ich bin halt vielseitig, zum Beispiel auch kann Klavier spielen, bin sportlich. Es muss halt im Schauspielbereich viel gekonnt werden, weil es gibt manche, die die nur singen oder tanzen können. Mhm. Da gibt es dann nur die Auswahl und da können die bei anderen Rollen jetzt nicht so gut mitspielen. Und wenn man jetzt zum Beispiel vielfältig ist, dann hat man mehrere Chancen, irgendwo aufzutreten. Also in einer Show oder generell in einem Film aufzutreten. Ja, ist auf jeden Fall schon mal was. Was sagen denn deine Mitschüler dazu? Meine Mitschüler finden das gut, meine Freunde unterstützen mich dabei und ja. Gibt's also keinen Neid irgendwo oder so? Eigentlich oder? Nicht. Nee, ne? Nee, nur eigentlich meine Mitschüler nicht, aber generell in den Kommentaren kommen da halt manche so Fake-Accounts und sowas, aber okay. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Genau, einfach drüber stehen, ne? Und weitermachen. Hast du eigentlich Lieblingsfächer in der Schule? Musik ist mein Lieblingsfach in der Schule. Da spielen wir auch oft Instrumente, Orchester und Englisch. Englisch? Ist das ein Lieblingsfach von dir? Ja, ich mag Englisch ziemlich gerne, weil man auch in anderen Ländern damit sprechen kann. Und zum Beispiel auch in der Schauspielbranche ist das auch eigentlich am besten, wenn man gut und flüssig Englisch sprechen kann. Und ja. Toll. Welchen Promi würdest du denn jetzt, außer die du schon getroffen hast, noch gerne kennenlernen? Also ich würde gerne Jackie Chan treffen, ist einer meiner Schauspielvorbilder. Mhm. Und Matthias Schweighöfer. Das sind zwei meiner Schauspielvorbilder und die würde ich gerne treffen. Jackie Chan, weiß ich auch warum, ne? Weil der Maurice, der kann richtig gut Karate, ne? Erzähl doch Kung mal. Fu. Kung Fu, komm ich auf Karate, jetzt habe ich ja schon einen Fehler gemacht. Kung Fu, sind ja zwei Weltentreffen aufeinander, ne? Genau, Shaolin Kung Fu bin ich mehrfacher Weltmeister, Europameister und Deutscher Meister seit 2019. Verrückt, wie schafft man das in so jungen Jahren? Ich habe halt damals immer ich habe damals Fußball gespielt, aber danach habe ich nach einem Jahr aufgehört. Das hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, generell das Umfeld. Aber dann mit 6 Jahren habe ich dann mit Jiu-Jitsu angefangen. Da habe ich das ein Jahr gemacht, hatte ich 2 Jahre Pause und habe dann ganz normales Kung-Fu gemacht. Dann gab es da so einen Workshop,
wo ein Shaolin-Mönch da einen Workshop gemacht hat. Da haben wir Shaolin-Formen, haben wir akrobatische Sachen gelernt. Und dann seitdem habe ich Shaolin Kung Fu angefangen. Und durch Shaolin Kung Fu kommt man auf viele Turniere. Ah, okay. Und dann hat sich das dann so ergeben, dass du dann... Welchen Gürtel hast du dann? Also im normalen Kung Fu habe ich nach 2 Jahren Meister, also den ersten Dan gemacht. Und im Shaolin Kung Fu habe jetzt keinen großen Gürtel da gemacht, weil ich nur auf Turniere gegangen bin, also Gelbgurt. Aber ist ja schon was, ne? Ist ja eine tolle Sportart, finde ich, Auf ne? Und auch jeden schnell, Fall. ne? Ist auf jeden Fall, also ist eine Kampfkunst. Boxen ist halt nochmal Kampfsport. Shaolin ist so Selbstverteidigung und wie man sich halt am besten mit Techniken verteidigen kann. Ja, bist du ein Frühaufsteher oder ein Morgenmuffel? Manchmal beides. Also manchmal bin ich, wache ich so um 5 Uhr auf und bin dann topfit. Manchmal wache ich aber erst eine halbe Stunde vor der Schule auf, weil einfach so, weil es mir einfach passiert. Hast den Wecker nicht gestellt. Ja, das auch manchmal. Stell dir vor, du würdest eine Woche lang kein Fernsehen und kein Internet haben. Was wird dann abgehen bei dir? Also wir haben ja einen Whirlpool zu Hause. Dann würde ich da ab und zu mal reingehen. Da gehe ich sowieso viel zu wenig rein. Aber dann würde ich mich auch oft mit Kumpels treffen, also mit meinen Kumpels treffen. Einer von meinen Kumpel wohnt direkt an der Ruhr. Und da gehen wir dann auch immer baden. Oder die haben auch ein Schlauchboot. Einfach machen wir was mit dem Schlauchboot und da vergeht die Zeit ja eigentlich ziemlich schnell. Dann ist so eine Woche ohne Fernsehen Peanuts, oder? Würdest du lieber Gedanken lesen oder Zeitreisen können? Ich würde lieber Zeit reisen können, Warum? weil man kann dann die Fehler gut machen, die man falsch gemacht hat. So habe ich das noch gar nicht gesehen, ja. Auf welche Frage über deine Zukunft hättest du gerne eine Antwort? Wie es aussehen wird in ein paar Jahren, wie es mit dem Klimawandel und so aussehen wird, wie meine Kinder aussehen werden oder irgendwie sowas. Dann weißt du heute mit 13, dass du Kinder haben möchtest, später mal? Super. Wusste ich mit 13 noch nicht. Gab es schon einmal eine Situation in deinem Leben, wo du besonders viel Angst hattest? Also Angst jetzt nicht vielleicht. Ah doch, einmal als wir im Urlaub in Thailand waren, waren wir auf dem Boot, also so auf so einem Langboot. Das war halt länglich und dünn. Dann waren wir auf so einer Schweineinsel. Und morgens war das Wetter schon noch nicht ganz so gut. Dann hat sich das Wetter wieder ein bisschen gebessert. Und nachdem wir auf der zweiten Insel waren, hat es wirklich angefangen, wirklich zu stürmen, zu regnen, zu gewittern. Und nachdem es aufgehört, also dann hat sich das ein bisschen verbessert, Wetter. Aber war jetzt nicht so ganz perfekt zum Fahren. Aber wir mussten ja irgendwie zurück. Und dann auf dem Rückweg waren die Wellen locker 3, 4 Meter hoch, 5 Meter. Da hätte ich auch Angst gehabt. Ja, und das war halt, dann hat man ziemlich Angst, als das Wasser gespritzt, also wirklich hoch gespritzt. Und da hat der Fahrer, der Schiffsfahrer, genau, der hat halt immer perfekt gefahren, als die Wellen kamen, und wann die nicht kamen, hat er Gas und wieder Gas runtergedrückt. Naja, Maurice, achtest du schon darauf, wenn du neue Menschen kennenlernst, ob die dir sympathisch sind oder nicht? Also ich achte schon ziemlich drauf, ob die jetzt normal mit mir reden, also normaler Umgang
und nicht direkt so als, also man merkt es halt, wenn jemand so tut, als würde man einen sympathisch finden auch. Und ich merke, man merkt es halt dann auch und ja, mir ist es dann so, ich merke, also ich achte darauf, ob mir die Person vor mir sympathisch ist oder nicht. Das sollte man, glaube ich, auch, ne? Ich denke mal, das sollte man ein ganzes Leben beibehalten, ne? Ja. Drückst du den Fahrstuhlknopf öfter als einmal und denkst, dass der Fahrstuhl dadurch schneller wird? Nein, eigentlich nicht. Nur manchmal habe ich damals immer gemacht, beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Da dachte ich, das geht schneller. Dann dachte ich, der von oben würde dann kommen und der andere wird von unten kommen. Wovon träumst du beim Schlafen am häufigsten? Eigentlich sind meine Träume meistens, träume ich eigentlich gar nichts oder meistens manchmal Albträume, aber So ein Abgrund oder ein Löwe hinterher oder keine Ahnung. ja, so war es Sowas, vielleicht. ne? So richtiger Albtraum. Wenn du einen Schatz hättest, wo würdest du den vergraben? Auf dem Spielplatz. Auf dem Spielplatz. Nein, Spaß. Dann wird er aber schnell gefunden, oder? Wo würde ich den vergraben? Ah, wir haben so einen großen Tannenbaum, also so einen wirklich großen, der ist locker 10 bis 20, 10 bis 15 Meter hoch. Und da sind mehrere davon und da würde ich ihn eingraben vielleicht, hinter unser Haus. Naja, aber jetzt, wenn die Leute das Interview gesehen haben, dann musst du dir aber ein neues Versteck suchen, oder? Gibt es etwas, worüber du dir in der letzten Zeit besonders viele Gedanken gemacht hast? Ja, mein Vater ist vor, also mein leiblicher Vater ist vor 2, 3 Wochen an Krebs verstorben. Und da mache ich mir jetzt in 2, 3 Wochen Sorgen, also in den letzten Wochen Sorgen, ob ich nicht früher zu ihm gekommen sein sollte und ja. Hattest du sonst keinen Kontakt zu ihm oder wenig Kontakt? Wenig. Der hat noch ganz normal geschrieben, als wir noch im Urlaub waren, und dann 1 bis 2 Monate später, dann ist er gestorben, leider. Ja, das ist natürlich nicht so schön, ne? Aber ich denke mal, behalte ihn so in Erinnerung, wie du ihn gemocht hast und wie du ihn als letztes Mal gesehen hast. Und so werdet ihr euch irgendwann Ja. da oben im Himmel vielleicht mal wiedersehen. Ja, ich war Ne? ja am Sterbebett. Dann wir waren da halt im Krankenhaus. Um 5 Minuten bevor wir da am Krankenzimmer angekommen sind, war er verstorben. Hast aber dann schon in frühen Jahren schon was ganz Schreckliches erleben müssen, ne? Muss man auch erstmal verarbeiten als so junges Kind, ne? Ist Ja, nicht so aber einfach. verarbeitet habe ich eigentlich schon ganz gut verarbeitet. Nur Ja, meistens, wenn ne? ich kurz vorm Schlafen gehe, denkt man halt dran, weil man halt dann halt keine Beschäftigung hat, dann Hm. fällt es halt einem ein. Alles klar. Ich denke mal, das wird dich auch mit Sicherheit ganz lange noch begleiten. Aber das ist nichts Schlimmes, ne? Das ist was, was zum Leben Aber war dazu jetzt gehört. aber auch besser so. Der hat dann jetzt noch ein Chemo bekommen, obwohl er schon eigentlich war es sicher, dass der jetzt so starken Krebs hatte, dass er sterben wird. Naja, jetzt geht es ihm bestimmt besser, ne? Das ist doch positiv. Dann denken wir einfach lieber mal positiv, Ja. ne? Welche Schlagzeile würdest du gerne mal über dich lesen? Die Frage habe ich mir bisher noch nie gestellt. Eigentlich gibt es keine, die ich unbedingt so haben möchte. Das ist ja eigentlich schon viele, oder? Ja. So mit Helene Fischer und, ne, und in deinem. Die letzte Schlagzeile war mit königlicher Ja, Unterstützung. genau. Das fand ich ziemlich witzig. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, auf jeden Fall. Worauf wärst du bereit zu verzichten und warum? Ich wäre bereit zu verzichten. Eigentlich. Eigentlich auf Süßkram.
weil ich esse jetzt nicht so gerne süß, also generell Schokolade oder irgendwie Süßigkeiten. Okay, manchmal trinke ich süße Getränke, so zum Beispiel mache ich mir selbst nochmal zu Hause Cocktails. Darauf könnte ich jetzt nicht so verzichten, weil ich Aber meine, ohne Alkohol, ne? na klar, meiner Schwester mache ich schon immer ab und zu mal mit Alkohol oder meiner Mutter. Und ja, auf zum Beispiel Schokolade esse ich jetzt nicht so gern. Oder zum Beispiel Bonbons oder irgendwie sowas ähnliches könnte ich ganz gut verzichten, weil es ist mir zu süß. Und ja. Dann bist du der Barmixer zu Hause. Auch interessant. Schön. Kannst du mir demnächst auch mal einmixen. Mal gucken, was der Maurice so alles kann. Nenne mir doch mal drei Top-Ziele, zu denen du gerne einmal reisen würdest. Ich will gerne nach China reisen. Da wird ja auch oft die Weltmeisterschaft gemacht. Das ist natürlich ein großes Erlebnis, was man erleben wird natürlich, weil es da noch mal was ganz anderes ist, weil das ja auch das ganz traditionelle Shaolin Kung Fu gemacht wird. Bei den meisten Weltmeisterschaften wird jetzt meistens nur noch Freestyle oder irgendwie modernere Sachen genommen. Aber ich mache Klassisches und Shaolin Kung Fu, genau. Das war jetzt ein Ziel. Gäbe Ein es noch Ziel. zwei? Ich würde gerne nach. Ich würde gerne mal nach Afrika reisen, eventuell zu der Elfenbeinküste oder Ghana. Da würde ich gerne mal sehen, wie es den Leuten da geht, weil die leben da jetzt nicht gerade so ganz toll und denen geht es auch nicht so gut, den Kindern zum Beispiel. Oder irgendwie zu Mauritius, Malediven, so einmal so eine Luxusinsel, einmal. Glaube, das hat jeder auf seiner Wunschliste. Aber du unterstützt ja auch so ein Projekt, ne? Für Kinder, denen es nicht gut geht, ne? Magst du da mal drüber erzählen? Gerne. Ich helfe Kindern, die aus Kriegsgebieten kommen, zum Beispiel Angola. Auch mehrere Gebiete, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Die haben sehr, sehr schwere Verletzungen. Die haben zum Beispiel Knochenhautentzündungen oder deren halben Gesichter wurden von der Bo also von ver sind verbrannt von einer Bombe oder noch viel, viel weitere Verletzungen. Und dieses Dorf unterstütze ich, das ist das Friedensdorf International. Das ist hier in Deutschland. Da werden Kinder aus dem Krieg hier nach Deutschland hergebracht. Aber das Blöde ist immer, die müssen sich immer dafür entscheiden, welche Kinder am schwersten verletzt sind. Okay. Und die anderen, die jetzt, also die nehmen nur die Kinder, die jetzt wirklich in so großer Not sind. Und die wissen, dass die anderen Kinder jetzt da bleiben müssen. Das ist schon irgendwie blöd für die, wenn die das sehen, dass die anderen Kinder in den Krieg zurückgelassen werden. Und für die, und ich unterstütze die Kinder, weil die zum Beispiel keine Eltern mehr haben, weil die wahrscheinlich im Krieg verstorben sind. Die Freunde sind weg. Und die, wenn ich so ein Kind wäre, was keine Freunde mehr hat und keine Eltern mehr hat, wäre ich auch traurig und wäre in einem anderen Land. Aber ich auch sehr traurig. Und die verstehen auch gar nicht, warum die Krieg führen. Kinder aus zum Beispiel zwei Kriegsländern, die zum Beispiel von da und da kommen, verstehen gar nicht, warum die Krieg haben, die Erwachsenen. Das hat ja meistens was mit Geld oder Macht zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und der König, mit dem du jetzt den aktuellen Song gesungen hast, wie heißt der? Bansa, genau. Bansa? Sephas Bansa. Genau. Erzähl doch mal so ein kleines bisschen. Der unterstützt auch das gleiche Projekt, ne? Oder? Nein, Oder ähnlich? der ist mit mir in einem Kinderhilfswerk. Ah, okay. Und wir unterstützen halt generell Kinder auf der ganzen Welt. Also ich bin Kinderjugendbotschafter. Und wir unterstützen zum Beispiel Kinder auch in Deutschland, Projekte, zum Beispiel Kinder, die jetzt ihren letzten Tag haben und noch einen Wunsch haben. Und dann machen die zum Beispiel solche Projekte oder in Ghana spenden. Manchmal brauchen die neuen Brunnen
Oder eine neue Brücke. Genau, oder Schule und sowas, ne? Genau, Schulbücher. Dann sammeln die Spenden und dadurch unterstützen wir das Projekt. Mhm. Toll, toll. Sind Tiere für dich genauso wichtig wie Menschen? Ich finde Tiere und Menschen eigentlich gleichwertig. Wir sind alles Lebewesen auf der Erde. Wir sind alles Besucher auf der Erde. Wir werden alle also von der Erde gehen und wieder kommen, hoffe ich mal. Ja. Ich habe schon eben gesehen, du hast schon richtig Freundschaft geschlossen mit unserer kleinen Maus. Die hat sehr schnell Freundschaft mit dir geschlossen. Macht sie nicht so oft. Setzt du dir selber Regeln, die du dir auch selbst ausgedacht hast? Manchmal stelle ich mir so ganz sinnlose Regeln. Zum Beispiel, wenn ich das und das mache, mache ich einen Tag lang das und das nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich jetzt an einem Tag zu viel esse, esse ich an dem nächsten Tag keine, trinke am nächsten Tag keine süßen Getränke und esse weniger. Bist du aber schon sehr diszipliniert, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, schön. Aber ich denke mal, das kommt auch dadurch, weil du viel Sport machst, ne? Dann ist man automatisch disziplinierter im Leben, oder? Kann das sein? Ja, im Kampfsport lernt man Disziplin. Diszipliniert, genau. Zu sein, dass man muss Respekt vor den Senseis haben, sagt man so im Kampfsport, Shifu. Und Respekt vor seinen Mitschülern, vor anderen Leuten Respekt haben, lernt man. Oh ja. Wie reagierst du emotional auf Hindernisse? Wie gehst du mit Problemen um? Wenn es solche Probleme sind, die jetzt zum Beispiel mit Neid zu tun haben oder gegen mich zu tun haben, das lasse ich ganz einfach hinter mir liegen. Und da verarbeite eigentlich sowas ganz schnell. Denk mir am Anfang einfach, warum schreiben die sowas? Haben die nichts Besseres zu tun? Und dann habe ich es einfach abgeschlossen, überleg nicht weiter und fertig. Kluge Entscheidung. Was würdest du auf dem roten Teppich tragen? Auf dem roten Teppich? Teppich. 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 Ganz normale Kleidung. Ich trage eigentlich meistens immer ganz normale Kleidung. Ja. Würdest du dich da nicht so rausputzen, schnieke so mit Fliege oder so? Eher sportlich. Ja. Finde ich gut. Inwiefern gleicht dein Leben einem Märchen? Mein Leben ähnelt ein Märchen. Eigentlich mit dem Shaolin Kung Fu, dass ich jetzt so auf Weltmeister bin, das ist meistens gar nicht zu glauben. Und jetzt mir fällt gerade nichts ein. Ja, das ist doch schon was, oder? Ja. Ja. Wofür bist du besonders dankbar? Ich bin besonders dankbar dafür, dass ich so tolle Eltern habe. Meine Eltern engagieren sich sehr für meine Sachen und versuchen, mich zu unterstützen, wo es geht. Und ich bin auch froh, dass ich dankbar bin, dass ich überhaupt so ein schönes Leben führen darf mit einem großen Haus, mit einem Whirlpool. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt auch einen neuen Song machen durfte, bin ich auch sehr dankbar. Kannst du Geld sparen oder bekommt es sofort Beine, wenn du welches im Portemonnaie hast? Manchmal, also meistens sammle ich das meiste. Ich habe so eine chinesische Schüssel bei mir zu Hause, da sammle ich das meiste Geld von Geburtstagen oder Weihnachten zusammen. Da habe ich jetzt einmal was rausgenommen bisher. Sonst bezahle ich das meiste von meinem Taschengeld. Das meiste spare ich eigentlich auf meinem Konto oder an der Schüssel. Gibt es etwas, was dich in der heutigen Zeit am meisten auf der Welt stört? Das ist jetzt so momentan. Ich mag den Sommer sehr gerne. Dass es aber so heiß ist, stört mich schon, dass das Klima sich so schnell
wandelt und sich ändert, stört mich schon ein bisschen. Was machst du für die Menschen, die du am meisten liebst? Ich zum Beispiel für meine Eltern, die sagen meistens immer, ich mache das für mich selbst, die Songs und sowas. Ich mache das auch für meine Eltern, damit sie auch stolz auf mich sind. Und wenn ich irgendwann genügend Geld habe, ihnen auch noch ein schönes Leben machen kann. Oh. Inwiefern bist du mit deiner Kindheit zufrieden? Ich mache jetzt ja mittlerweile oft Sport in der Woche und bin damit echt zufrieden, dass ich jetzt so oft Sport machen kann, auch gerade wegen der Corona-Zeit, dass es jetzt wieder endlich wieder anfängt. Es war jetzt auch ziemlich schwer mit dem Lockdown, aber endlich fängt es jetzt wieder an. Und bin jetzt auch froh. Gott sei Dank, ne? Fängt es wieder an. Bist du geschickt oder eher tollpatschig? Ich bin meistens eher tollpatschig. Mir fällt oft was runter. Und dann hebe ich sie da auf, dann fällt es mir nochmal runter. Aber ja, kann man nichts machen. Ich bin meistens tollpatschig. Bevorzugst du schon entweder die Großstadt, die Kleinstadt oder eher das Dorf? Ich finde alles toll. Es gibt halt viele Sachen, die man machen kann in einem Dorf. Da ist es halt etwas kleiner, ruhiger. In einem Dorf gibt es halt eher so ländliche Sachen. In so einer Kleinstadt ist es halt so beides gemischt. Und in einer Stadt gibt es halt so größere Sachen, zum Beispiel wie ein Museum, Kino, zum Beispiel wie bei uns im Maker Platz, Einkaufscenter und mehrere Sachen. Mhm. Also ich finde alles gut. Bunt gemischt, ne? Kann man machen, was man will. Was war das Verrückteste, was du bislang gemacht hast? Das Verrückteste, was ich bisher gemacht habe? Das Verrückteste, was ich bisher gemacht habe, fällt mir gerade nichts ein, aber das Verrückteste, was ich bald machen werde, ist Fallschirmspringen. Wow. Ich will mal Fallschirmspringen. Tandemsprung. Cool, finde ich richtig cool. Wollte ich auch immer mal. Habe ich leider bis heute nicht geschafft. Aber ich finde das echt cool. Wird bestimmt auch ziemlich Adrenalin. Auf jeden Fall, ja. Da wünsche ich dir jetzt schon mal richtig viel Spaß. Kannst du dann an mich denken. Oh, die Gabi hat gesagt, sie wäre auch gerne gesprungen. Oh, super. Wenn jeder Mensch ein Warnschild tragen müsste, was würde auf deinem stehen? Ein Warnschild. Dieser Mensch ist tollpatschig. Wann hast du das letzte Mal einen Brief auf Papier geschrieben? Ich habe bisher das letzte Mal im Urlaub, also war jetzt nicht so ein Brief, sondern so ein, habe ich an meine Oma gesendet, das war jetzt vor 2 Jahren. Das meiste macht man ja heutzutage über E-Mail oder sowas. Machst du auch schon Insta? Ja, da bin ich jetzt mittlerweile ziemlich aktiv. Seit 2018 habe ich jetzt alles gepostet und habe ja jetzt auch mehrere Follower. Schön. Maurice, wie viel Zeit verbringst du so mit den Social-Media-Geschichten? Social-Media, ich gucke ab und zu mal YouTube. Zum Beispiel so Songs, wo ich mich orientieren kann. Und eigentlich Instagram, also generell Social Media, jetzt nicht so oft. Das machen meistens meine Eltern. Posten und so blablabla machen eigentlich meine Eltern. Ist doch gut so, dann hast du freie Zeit. Ja. Wie sehen denn deine Samstage sonst aus? Heute haben wir ja Samstag, bist du bei uns. Und wie sehen die Samstage sonst aus? Meistens immer mit Kumpels treffen oder zocken. Was zocken? Oder was für die Schule machen. Ja, jetzt interessiert mich aber zocken. Sprich, was zockt ihr? Online-Spiele. Und manchmal auch Brettspiele mit meiner Schwester. Wir kochen auch ab und zu mal was, machen Cocktails. Ja. Das mache ich meistens. In welche Bereiche deines Lebens
setzt du große Hoffnungen? Und was sind diese großen Hoffnungen? Ich setze sehr große Hoffnungen in den Bereich Schauspieler und Sänger. Das will ich nämlich werden, weil da kann man halt gut Geld verdienen. Macht mir auch Spaß. Und ich kann mich auch gut in die Rollen reinversetzen. Und bin halt natürlich auch vielseitig. Wie verhältst du dich, wenn du nervös bist? Also mir sieht manchmal habe ich so Sprach, also kann denk meistens schneller, als ich reden kann. Oder das nur. In welchen Klamotten fühlst du dich am wohlsten? Im Sommer so kurze T-Shirts und kurze Hose. Sonst immer so, ja, Jeans, Jogginghose, sowas. Wenn du dir etwas wünschen könntest, das nach 24 Stunden wieder verschwindet, was wäre das? Ich würde gern Michael Jackson wieder treffen. Also Michael Jackson treffen, also wird ihn wiederbeleben oder so. Mhm. Schon ein Idol, ne? Mhm. Ja. Mit wem verstehst du dich am besten? Mit meinen Eltern und mit meinem Kumpel. Den kenne ich seit der 5. Klasse und verstehen uns eigentlich ziemlich gut, treffen uns ziemlich oft. Genau. Kann es sein, dass du die Musik nutzt, um deine Stimmung zu verändern? Oft höre ich Musik, wenn ich zum Beispiel Hausaufgaben mache oder wenn ich einfach mal ganz entspannt mich einfach hinlege, aufs Bett lege und nach meiner Decke gucke, höre ich auch oft Musik. Wenn ich zum Beispiel ein bisschen schlecht gelaunt bin, vor allem der Schule oder irgendwie so, wenn ich eine schlechte Note oder so geschrieben habe, habe ich auch Musik, gute, zum Beispiel manchmal so moderne Musik, also so zum Beispiel Pop oder so alt Rock, so von den 80ern, Queen oder sowas. Ja. Du hörst Queen und dann singst du Schlager. Wie passt das denn zusammen? Also ich höre schon gerne Lieder von den 80ern oder so. Und mein erstes Schlagerlied war, das hieß Amant für Amore von DJ Ötzi, das habe ich gecovert. Das haben wir fürs Oktoberfest genutzt. Da sollte ich nämlich auftreten und mein erster Song, Wozu sind Kriege da, hat da jetzt nicht so ganz gut gepasst. Die erstmal so Party machen, ja, 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 haben sie so ein trauriges Lied. Und das ist dann halt nicht so gut, deswegen haben wir so ein Schlager-Ballermann-Lied gemacht. Einfach gute Laune verbreiten, ne? Ja. Was kannst du stundenlang tun, ohne dass es dir langweilig wird? Cocktails machen, in die Ruhr gehen, also mit meinem Kumpel. Also in die Ruhr ist ein Fluss oder ja, ein Fluss im Kohlenpott, ne? Genau. Ja. Gibt es auch einen See, der Ruhr heißt? Nee. Nein. Nur ein Fluss. Fluss. Da sind jetzt auch nicht so große Strömungen, eigentlich gar keine. Und ja. Damit könnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen, ohne dass es mir langweilig wird. Was glaubst du? Ist das Leben vorbestimmt oder entsteht es aus unseren Entscheidungen? Oder ist es ein Mix aus beiden? Ein Mix aus beiden eher. Denn ich denke, man kann nach seinen Entscheidungen selbst gehen. Aber es ist auch schon irgendwie vorbestimmt, was man macht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das so am besten erklären soll, aber es ist so ein Mix aus beiden, glaube ich, eher. Bevor du jemanden anrufst, probst du da manchmal, was du sagen willst? Eigentlich nicht. Ich überleg mir eigentlich nur, was ich sagen soll. Manchmal verspreche ich mich, aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Kumpel ist, überlege ich mir einfach manchmal davor, was ich sagen will, weil unüberlegt irgendwie anzurufen, mache ich eigentlich jetzt nicht so gerne. Aber proben tue ich jetzt nicht so. Oh, freie Schnauze, ne? Ja.
Gibt es etwas, worin du gerne perfekt wärst? Eigentlich nicht. Hauptsache, ich bin vielfältig, ich muss nicht alles perfekt können. Vielleicht schwimmen, dann könnte ich coole Sachen machen, wenn ich in der Ruhr bin. Oder nee, ich würde gerne perfekt so akrobatisch sein, das ist cool. Würdest du eher eine Schlange halten oder eine Qualle küssen? Schlange halten. Ganz klar. Weil Qualle ist nochmal was anderes. Das kann schnell lebensgefährlich sein. Wenn man Schlange an den Kopf nimmt, dann kann nicht, wenn man die richtig nimmt, dann kann nicht so schnell was passieren. Dann Das schmeiße ich die stimmt. weg in den Müll am besten. Nein, Spaß. Dann werfe ich die weg. Ich hoffe, dann passiert dann nichts und renne dann weg. Maurice, nenne mir drei Dinge, die du fast immer bei dir hast. Geldbeutel, Handy, Kopfhörer. Wer oder was inspiriert und motiviert dich? Wie schon gesagt, Michael Jackson vom Singen her motivieren tut mich meistens immer meine Eltern. Meine Eltern motivieren mich sehr oft und sagen, mach das jetzt. Also, dann hast du es hinter dir. Du musst es später nicht machen. Das finde ich auch gut und ja. Denk mal an ein Ziel, das du in deinem Kopf hast. Welches Bauchgefühl hast du dabei? Beim Schauspielen ist unser großes Ziel, habe ich so ein Bauchgefühl, es kann sein, dass ich einer werde, wenn ich Glück habe, aber wenn ich Pech habe, kann ich auch keiner werden. Das ist mein Bauchgefühl dabei. Weil es kommt halt meistens aufs Glück an. Wenn ich jetzt eine gute Rolle bekomme, die jetzt wirklich richtig jetzt abgeht und wirklich jetzt sagt und jetzt wirklich viel gesehen wird, dann habe ich halt Glück und werde halt meistens auch öfter in Rollen genommen. Aber es kommt halt auf den jeweiligen Charakter an, wenn man zum Beispiel oder generell die Persönlichkeit. Zum Beispiel, wenn die Haare jetzt rot sein sollen und wenn ein Junge mit Sommersprossen suchen mit roten Locken, kann man halt nichts machen. Das ist wohl wahr. Wenn der Typ jetzt schon gar nicht passt, ne, dann kriegst du Ja. die Rolle eh nicht. Das ist schon richtig, ja. Pass auf, jetzt musst du mal überlegen. Peters Mutter hat drei Söhne. Tick, Trick und Nochmal. Peters Mutter hat drei Söhne. Peter. Sehr gut. Jetzt lass uns doch noch mal über den aktuellen Song reden. Der ist ja jetzt am Freitag, also quasi gestern, ganz neu veröffentlicht worden. Mit Wie dem ist das Musikvideo. genau mit dem Musikvideo? Wie ist der Song entstanden? Erzähl mal ein bisschen über den Song und vor allen Dingen auch über den Videodreh. Jetzt kannst du mal richtig quatschen. Vor dreiviertel Jahren haben wir überlegt, einen neuen Song rauszumachen. Da ich jetzt ein bisschen zu jung bin für Liebessongs oder irgendwie andere Songs, die was mit Liebe zu tun haben oder Rap oder sowas, passt gar nicht zu mir. Deswegen haben wir einen ganz normalen, neutralen Song gesucht. Also mit Text, der neutral ist, mit Musik, die neutral ist. Und da haben wir jetzt so einen Gute-Laune-Song gemacht, der heißt Rang Bam Gang. Hört sich ein bisschen kompliziert an. Also ich das erste Mal so Reng, Gang, Bang. Die waren Zungenbrecher. Und da haben wir dann vor einer Dreivierteljahr ein neues Musikstudio gesucht, weil wir brauchten einen Produzenten. Und da fanden wir die ganz nett und haben dann zusammen einen Song gemacht. Und nach einem halben Jahr muss ja alles produziert werden, der Text muss gemacht werden. Dann wurde uns der vorgestellt, dann sagten wir, Hammer, geile Musik, also richtig coole Musik, auch richtig guter Text. Und dann haben wir halt den Song aufgenommen, das war jetzt vor
vor einem Monat oder 2 Monaten. Und dann ist der Song rausgekommen und Produktion, also das Song zu singen war jetzt nicht schwer. Es sollte auch so einfach gehalten wie möglich sein. Aber eine Stelle war schon etwas schwerer. Da musste ich halt ziemlich hoch und das war ziemlich schwer. Aber sonst war das eigentlich ganz gut und hat Spaß gemacht, der Song. Musikvideo war auch schön. Wo habt ihr das Musikvideo gedreht? Das haben wir im Saarland gedreht, also den größten Teil im Saarland und einmal im Schwabenpark. Das ist, war jetzt in der Nähe von Stuttgart, also von Ulm in der Nähe. Super. Was sind denn deine Ziele für die nächste Zeit? Für die nächste Zeit will ich einen neuen Song rausbringen. Also jetzt bin ich mittlerweile im Stimmbruch. Danach würde ich vielleicht einen neuen Song machen. Und noch ein Ziel von mir ist, noch eine neue Rolle zu bekommen für irgendeinen Film. Und ein Ziel von mir ist gerade, ein Projekt zu unterstützen für Kinder, die jetzt misshandelt wurden. Sexuell auch also Gewalt, mit Gewalt missbraucht wurden oder generell die Eltern im Drogenkonsum sind. Die sind dann in einem Kinderheim auf dem Hof Anders, heißt der. Und da sind die Kinder halt auch sind halt auch psychisch ziemlich am Ende. Was man auch, glaube ich, sich auch schon vorstellen kann. Und die brauchen einen neuen Bus für die freizeitlichen Aktivitäten, weil der Bus, den die jetzt da seit Jahren benutzen, ist jetzt ziemlich rostig und ziemlich kaputt, würde ich sagen. Der ist jetzt mittlerweile locker 40 Jahre alt. Dafür sammeln wir jetzt Spenden. Und dieses Projekt ist mein Ziel, dass das unterstützt wird und dass wir das schaffen. Dann hast du wirklich super, super tolle Ziele eigentlich auch, ne? Das ist ja in den jungen Jahren, du bist gerade erst 13, auch solche Projekte zu unterstützen. Also finde ich ganz toll, Maurice. Gefällt mir. Super, super. Ganz toll. Sollten andere Kinder sich auch mal so ein kleines Beispiel dran nehmen, dass man auch so da schon dran denken kann, ne? Und wirklich auch für andere Kinder auch da ist, ne? Finde ich toll. Dankeschön. Was hast du für ein Motto? Mein Motto ist, immer nach vorne zu schauen und niemals immer die Sachen, die einem passiert sind, negative Sachen, die einem passiert sind, hinter sich lassen und nicht mehr drüber nachzudenken, immer sich selbst treu bleiben, nicht sagen, oh, ich bin jetzt kacke, weil ich das und das gemacht habe. Einfach jetzt, ist halt schon blöd, wenn man es halt gemacht hat, wenn man Sachen gemacht hat, aber dann darf man sich halt jetzt nicht das ganze Leben lang dafür hassen oder so, sich selbst hassen. Und halt immer selbst bleiben, also immer normal bleiben, dass man sich jetzt nicht verändert, zum Beispiel. Sich selbst bleiben, meine ich halt. Das ist ganz wichtig, ne? Dass man auch bei sich selbst bleibt. Maurice, das war ein richtig schönes Interview mit dir. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass du doch so tolle Antworten geben kannst und dass man das mit 13 schon kann. Also ich hätte das nicht mit 13 geschafft. Dankeschön. Und wir wünschen dir natürlich ganz, ganz, ganz viel Spaß und weiterhin viel Erfolg, ne? Dass deine Ziele, die du da oben dir in deinem Kopf ja schon festgesetzt hast, natürlich auch funktionieren und dass das auch vor allen Dingen eintrifft. Dankeschön. Ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich dann irgendwann mal wieder irgendwo. Hoffe ich auch. Ne? Und haben Spaß zusammen. Okay? Ja. Dann sage ich danke und tschüss. Tschüss.